So, hallo Leute, da bin ich wieder. Ich fange jetzt sofort an, über Xorn was zu erzählen, damit wir möglichst wenig Zeit verschwenden. Stufe 50 Lebenspunkte, 49.999 Erfahrungspunkte, 34.000 Zusatzeffekte hat er keine. Spezialattacken: Eisgar, Blitzgar, Feuerger, Protes, Hass mit 50%. Meteorit bei 30%, bei Lebenspunkten oder 20%. Xorns Magieattacken fügen einem Charakter je nach Magieabwehr zwischen 1000 bis 2000 Schadenspunkten zu. Halte daher die LP aller Helden stets über 2000 Lebenspunkte. Der regelmäßige Einsatz von Vigra ist ohnehin Pflicht. Benutzt Xorn Tast, so greift er nicht nur früher an, auch sein physischer Angriff wird stärker. Oh Mann. Da kann es vorkommen, dass ein einziger Schlag über 1000 Lebenspunkte abzieht. Hebe Hast und Protes mit Antizauber oder Studieren auf. Da Xorn keine besonderen Stärken oder Schwächen besitzt und seine Angriffe auch keine Zusatzeffekte beherrschen, musst du bei Waffen- und Rüstungsauswahl nichts Besonderes beachten. Die höchsten Werte sind entscheidend. Sinken Xorns LP unter 10.000, besteht eine 20%ige Chance, dass er Meteorit spricht. Dieser Kometregen verringert die Gesundheit aller Charaktere um jeweils 2000 Lebenspunkte. Zähle deine verursachten Schadenswerte mit, bis du über etwas... Oh, damit du... Nein, Entschuldigung. Bist du etwa... Oh nein! Bist du bei etwas über 10.000 Lebenspunkten angelangt bist, solltest du in den folgenden Runden deinen stärksten Angriffe ausführen und ihn möglichst schnell K.O. schlagen. Diese Taktik kann von Karateka perfekt umgesetzt werden. Lade seinen Schlag mit einem dreifachen Boost auf, damit er in der entscheidenden Runde über 10.000 Punkte Schaden verursacht. Dann ist Xorn besiegt, noch bevor er auch nur an Meteorit denken kann. Okay. Okay, 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 okay. Das heißt, wir sprechen jetzt am besten sofort... Obwohl... was machen wir? Sprechen wir jetzt erst einmal Protes. Sprechen wir Refleck. Wir sprechen Refleck auf ihn. Das finde ich ganz sinnig. So, jetzt geht's ab. Wir müssen als erstes die Harfe, die uns hoch macht, nehmen. Und jetzt siegen wir damit als erstes. Und dich müssten wir richtig rüsten mit den entsprechenden Pfeilen. Hier, gut. Dann geht's jetzt ab. So. Obwohl, dass sie Reflex spricht, ist dumm. Nein, was tue ich? Ach, oh, shit. Ich glaube, der Kampf ist verloren. Nein, 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 nein. Wow, das hat hier schon alleine sehr viel abgezogen. Wow, das war nicht so viel. Gut. Magie. Setzt du deinen Stab ein? Du greifst ihn an. Du singst jetzt das andere Lied. Das zum Senken seiner... Das ist, glaube ich, die hier. Ja? Ja. Und du beschießt ihn nochmal. Also, dass hier viele bunte Farben. Ich krieg einen Anfall. Also, ich finde, es klappt eigentlich ganz gut. Er spricht Eisgar. Das müsst ihr jetzt aber auch selbst treffen. Ja. So ist in Ordnung. Jawohl, er trifft kritisch. Du sprichst jetzt einmal Vitra, nur auf ihn. Du boostest. Oh Gott, du rüstest jetzt die Traumharfe? Nein, Lamia-Harfe. Und jetzt singst du uns was. Und du beschießt ihn nochmal. Oh mein Gott. Wie viel zieht ihm das ab? Gar nicht viel, das heißt, wir haben ihn schon fast. Er ist tot.
Wow. Trotz vermurkster Taktik. Wir sind gut. Ich bin gut. 25.000, 8.500 Erfahrungspunkte. Oh. Mein Tod ändert nichts daran, dass die Wolke der Dunkelheit bereits über uns ist. Die Dunkelheit wird siegen. Oh, jetzt kommt das Evil-Wölkchen. Wir sind die Wolke der Dunkelheit. Wir sind gekommen, um die Welt wieder der Leere, dem Nichts zuzuführen. Schön. Wir werden alles in unseren Schatten hüllen und das Licht und die Dunkelheit werden zur Leere zurückkehren. Euer Licht ist stark. Dann werden wir mit euch beginnen. Na toll. Keine Sorge, das ist jetzt nämlich der Endkampf. Greif's einfach an, weil wir können das nicht gewinnen. Aber die Alte hat Brüste, das ist der Wahnsinn. Partikelstrahl, Wahnsinn. Und es leckt. Und wie? Oh, nervt das. Die Gruppe wurde besiegt. Nein! Los, Jungs, seid stark! Gebt nicht vor mir den Löffel ab! Bitte gebt nicht auf! Unsere Seelen, unsere Kraft gehören euch. Nun kämpft, Krieger des Lichts. Dogai und Unai haben ihre Seelen vermacht. Du wurdest wiederbelebt. Reißt euch zusammen. Es gibt viel zu tun. Xorns Plan hat das Licht in dieser Welt geschwächt und die Dunkelheit gestärkt. Und Xorn wurde von der Dunkelheit, die er selbst heraufbeschwor, überwältigt. Die Dunkelheit ist nun sehr stark. Unsere Seelen werden sich bald der großen Seele im Jenseits anschließen. Wir müssen aufbrechen. Mehr können wir nicht tun. Ihr seid unsere einzige Hoffnung. Ihr müsst das Gleichgewicht zwischen Licht und Dunkelheit wiederherstellen. Nun geht in die Welt der Dunkelheit. Ja, auf in die Welt der Dunkelheit! Los! Wir werden es schaffen. Vorwärts.
So ein Optimist. Oh Gott. Gut. Welt der Dunkelheit. Hier mache ich jetzt nochmal einen Schnitt. Bis gleich.